Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Star Wars Battlefront im Spielmodus Kampfläuferangriff auf der Karte Wald, Mond, Endor. Wir sind auf der Seite der Rebellen, das finde ich schon mal sehr gut, da bin ich schön getarnt. Bin hier wieder mit dem SE-14C, unserem 5-Schuss Burstfeuer Blasterpistolen Galore unterwegs. Und ich hätte vielleicht mal meine Hände wechseln können. Denn mit dem Streugeschütz, glaube ich, kann ich hier nicht viel reißen auf der Karte. Und mit der Deoxys-Granate bin ich am Start. Und ich habe nochmal nachgeschaut in den Huttenaufträgen. Und zwar muss ich noch einen einzigen Kill machen mit der Deoxys-Granate. Dann bekomme ich die bessere Deoxys-Granate, die schwarze. Wuhuhu. Richtig geil. Und dann fehlt mir nur noch wow, was schießt der so krass auf mich? Der verkackte AT-AT. Dann fehlt mir wirklich nur noch ein einziges Perk, eine einzige Sternkarte. Und zwar ist das die neue, die den Berserker, wie nennt man das nochmal, die Einstimmung. Nennt man das Einstimmung? Auf jeden Fall diese Karte, die man, ich bin ja meistens Scout. Im Moment bin ich auch eigentlich bin ich wirklich fast immer als Scout unterwegs. Es gibt ja noch Kopfgeldjäger und so. Halt diese Karten, ne? Ihr wisst, was ich, dieses Merkmal, genau, Merkmalkarte heißt, glaube ich. Da gibt es ja eine neue, Berserker. Weiß ich noch gar nicht, was die genau kann. Klingt auf jeden Fall nach geiler Action. Und vielleicht werde ich die dann auch mal spielen. Also wenn ich sie neu habe, werde ich sie auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber Berserker klingt auf jeden Fall vielversprechend. So, als wäre das was Gutes. Was machen die denn da? Sind die blöd? Was machst du da? Wieso schießt du auf uns? So, jetzt geht mal einer raus. Einer muss das Opfer sein, Leute. Ich bin's nicht. Boah, ich meine, wird hier wieder zu Tode geblockt von seinen eigenen Leuten. Okay, da sind, glaube ich, überall Leute. Ich habe wieder den Krepelspawn. Ja, Krepelspawn des Zorns. Wenn ich da rauslaufe, kann ich mich auch direkt selber umbringen. Vader ist hier. Seid vorsichtig. Ich kann natürlich hier auch einfach den Uplink verteidigen. Ist auch eine Möglichkeit. Schon eine Deoxys-Granate mal da vorne hin. Ich glaube nicht, dass ich hier jemals einen töten werde. Mit der Deoxys-Granate. Auf so einer großen Karte wie hier. Es sei denn, es ist wirklich ein richtiger Vollidiot, wie der jetzt da. Der dann wenig HP hat. Und dann irgendwie einfach reinläuft aus Übermut. Eine fühlt sich auf jeden Fall sicher da hinten. Ja, schöne Deoxys-Granate da hingelegt, Leute. Ist ja nicht gerade sehr spannend hier. Tut mir leid dafür, Leute, aber okay, ich muss die Kampfläufer attackieren jetzt. Das war's schon. Er ist schon nicht mehr ungeschützt. Okay. So, endlich mal wieder einen besseren Spawn draußen. Was heißt besser? Hier ist zumindest ein bisschen mehr Action. Im Prinzip war es ja eben optimal, wo wir waren. Direkt am Uplink. Das ist nur mal unsere Aufgabe, den zu verteidigen. Habe ich denn nicht gerade einen Sturmtruppler gesehen? Jetzt hole ich sie alle. Nein! Das war der eine Typ, ne? Der hat mich umrundet. Ja, da waren wieder mehrere Faktoren. Ich habe dann einfach Pech. Es ist einfach, ich meine mal, ob das immer nur mir so geht. Das ist auf jeden Fall nicht normal gewesen, was da gerade passiert ist.
weg da. Dass ich da den Orbitalangriff, der einschlägt, der Typ die Granate wirft. Und dann ist das auch kein Skill von ihm. Das glaube ich nicht, dass er sie so wirft, dass einfach zufällig da, wo der Orbitalangriff ist, ich dann nicht mehr wirklich ausweichen kann, mich entscheiden muss. Entweder die Granate oder den Orbitalangriff. Achtet auf imperiale Einheiten. Der ATST da fuckt mich auch übelst ab. Wir müssen das Signal reaktivieren. Ja, ich mache ihm natürlich keinen Schaden. Macht man ihm wirklich überhaupt keinen Schaden? Den normalen Waffen. Ja, und er schießt natürlich einfach in den Stein rein und tötet mich. Oh, ich hasse Fahrzeuge einfach, ne? Es ist einfach so richtig lame. Das Imperium schlägt sicher zurück. Der Feind ist hier. So, beide Uplinks sind aktiv. Auch wenn ich nichts dazu beigetragen habe. Wir müssen ihn reaktivieren. Ich versuche mal einfach hier den Uplink zu verteidigen. Ich hasse die Karte sowieso, ne? Endor, ich hasse einfach Endor. Das ist einfach... Das sind die übertriebenen Camper-Karten hier. Sowohl auf Seite der Rebellen als auch auf Seiten des Imperiums. Obwohl man auf der Rebellenseite noch besser kämpfen kann. Weil du einfach noch schlechter gesehen wirst als grüner Spacko, der ich hier auch gerade bin. Ich habe gerade die falsche Waffe dabei für diese Camper-Aktion. Zielerfassung des Y-Wing abgeschlossen. Ich bin mal hier todesmütig runter und hoffe, dass ich das überlebe. Hä, wohin schießt der denn? Sind da etwa... Hä? Die sind doch hier, die Leute vom Imperium. Wo schießt der denn hin, der Typ? Komm schon, Deoxys-Granaten, kill. Komm schon, komm schon. Du läufst irgendwie rein mit deinen 2 AP. Ah, zweimal hat's getickt. Es hat doch zweimal getickt, lauf doch rein. Ah. Slave One wurde in eurem Quadranten geordnet. Lasst euch von Fendt. Ein Kill brauche ich noch mit der Deoxys-Granate. Y-Wing hat das Ziel erfasst. Y-Wing. Ah, und dann erwischt er mich, wenn mein verkackter Blaster überhitzt ist. Uplink steht. Und der ATST, AT-AT. Bomberzielerfassung abgeschlossen. Sturmtruppen gesichtet. Wer schießt denn da auf mich? Da drückt er mir noch übelst einen rein. Ich würde schon fast vermuten, das war entweder ein Cycler-Gewehr oder DLT-19X. Das war, da hat wieder irgendjemand auf mich geschossen. Irgendjemand hat mich auf jeden Fall hier im Visier. Wir haben eine Uplink-Station aktiviert. Irgendein Camper-Arsch bestimmt. Ja, von allen Seiten kommen sie, die Camper-Arschlöcher. Na gut, vielleicht waren das keine, aber komisch, dass sie auf einmal aus ihren Löchern rauskommen. Für sowas ist dann immer praktisch, sein Streugeschütz dabei zu haben. Ist das hier deaktiviert oder was? Bombe aufs Angriffskurs. Komm schon. Da kommt irgendjemand angesprungen. Der AT-AT ist ungeschützt. Das ist unsere Chance, ihn zu zerstören. Haben die eigentlich eine Schwachstelle? Macht das einen Unterschied, wo ich hinschieße? Ob ich auf den Kopf schieße oder... Wow, er macht einen Orbitalangriff auf sich selber. Er nimmt wahrscheinlich selber noch nicht mal Schaden, wa? Macht das einen Unterschied, ob man auf den Kopf schießt oder ob man auf den Bauch schießt? Würde mich mal extremst interessieren, Leute. Mein Partner ist der übelste Camper. Okay, da die ganze Zeit oben rum, ey, das ist echt richtig erbärmlich. Ich werde dich kein wieder an Partner starten. Nee, er ist tot gewesen wahrscheinlich.
Okay, das sieht auf jeden Fall nicht so gut aus. Bündelt eure gesamte Feuerkraft auf den Kampf. AT hat noch 50%. Och Mann, ey, ich hasse diese Phase, wenn man auf den Schaden machen muss. Weil das ist einfach immer totales Chaos. Alle laufen rum wie die Irren, schießen drauf. Du kannst dich nicht verteidigen, weil du gleichzeitig Schaden machen musst und gleichzeitig die verkackten Sturmtruppler auf einen schießen. Ich hasse es einfach. Es ist richtig arm. Ich könnte mich mal hier so ein Ding reinstellen. Habe ich noch nie benutzt. Das ist schon richtig lame. Ich probiere das mal gerade. Einfach mal, weil ich es noch nie benutzt habe. Kommt niemand. Ich würde das aber eigentlich schon gerne mal hier ein bisschen ausprobieren. Commander Skywalker ist eingetroffen. Mit dem komischen Turm hier. Oh, da kommen welche, glaube ich. Ah, komm. Das ist mir jetzt ein bisschen so blöd hier. Vielleicht gehe ich nachher nochmal rein. Meine ich das eigentlich nur, oder sind die Power-Ups weniger geworden? Also diese... die Dinger. Die sammle ich irgendwie kaum noch ein. Das ist voll komisch. Laut unserer Spione ist Vader in der Nähe. Haltet die Augen offen. Wo sind sie? Die Sturmtruppen... seht ihr, was für ein Pech ich habe? Genau in dem Moment, wo ich ansetze zur Granatenwurf-Animation, sehe ich, dass so ein Arschloch vor mir steht, den ich hundertprozentig geholt hätte, wenn ich nicht genau in dem Moment eine Granate geworfen hätte. Ich meine aber, das geht nur mir so. Hier eigentlich gut was umziehen können. Bombe hat das Ziel erfasst. Gibt es nicht, ne? Alter, was aim ich mir denn da zusammen? Holt mich noch einer mit dem Cyclergewehr. Ich glaube, es hackt. Ich nehme mal eine andere Waffe. Und zwar... Nehmen wir mal die DH-17. Kein Bock mehr auf das ganze Rumgeklicke. Ich werde jetzt was Automatisches haben. Und hier mal noch ein Power-Up. Da werde ich mal gucken, dass ich da den Uplink irgendwie aktiviert bekomme. Aktiviert mal einer den Uplink, bitte. Da laufen 100 Leute rum, keiner klickt. Verteidigt sie. Y-Wing hat den Kampfläufer als Ziel erfasst. Ladung aufgenommen. Werfen mal die Oxys-Granate rein, da waren Leute. Commander Han Solo ist eingetroffen. Ja, wie gesagt, ehe man hier auf so einer Karte jemanden mit einer Deoxys-Granate tötet, fällt, glaube ich, Weihnachten und Ostern eher auf einen Tag. Hier sind überall Gegner, ne? Überall verstreut. Das ist immer totales Chaos. Ich hasse Endor. Ich mag die Karte wirklich überhaupt nicht. Wieso ist jetzt da auf einmal einer verschwunden? Hier ist gerade einer reingelaufen. Ein schwarzer Sturmtruppler. Den habe ich ganz genau gesehen. Auf einmal ist er weg. Wow, das ist da hinten die Todeszone. Die hole ich mir. Oh, ich wusste es. Ich wusste es, dass es so ein Arschloch ist, der rumcampt. Das hast du schon angesehen, weil er nicht schießt.
Ich hatte nur eher auf Impulsgewehr getippt. Y-Wing hat den Kampfläufer erfasst. Geh ich mir die ganzen Spackos da mal holen. Die kommen nämlich jetzt alle hier von links. Hier müssten die eigentlich alle gekommen sein. Eben sind aber jetzt schon tot, wahrscheinlich. Ich bin immer zu spät, ne? Das ist echt ätzend. Uplink ist offline. Unsere Bomber brauchen dieses Signal. Sind sie alle auf der Seite? Das gibt's da nicht. Ich stell mal hier meinen Schütz hin. Ja, ist klar, dass der mich von da oben direkt tötet. Alter, ich bin so schlecht, ey. Ich bin einfach mit der Schlechteste vom ganzen Team. Das ist eigentlich... kommt so gut wie nie vor. Held! Uplink Erfassungssequenz offline. Wir müssen das Signal reaktivieren. Nein, jetzt habe ich... weil ich mein dummes Dings da... Und ich wette, der Typ aus meinem Team ist auch tot. Und mein Geschütz ist auch noch zerstört worden jetzt vom AT-AT. Boah, das ist echt des Todes, ne? Das ist echt des Todes, was gerade abgeht. Was ich für ein Pech habe. Jetzt macht er einen Orbitalangriff genau auf mich. Und ich wette, jetzt schießt der AT-ST gleich auf mich. Und ich bin auch wieder tot. Wir haben auf jeden Fall noch richtig viel Zeit, dem Schaden zuzufügen. Also auf die Distanz ist die Waffe wirklich nicht gut. Muss schon ein bisschen näher ran. Wow. Jawohl. Seht ihr, was ich für ein Pech hab? Genau in dem Moment, wo ich die Waffe raushole, kommt da einer vor mir und tötet mich. Gut, liebe Leute, ich hab ziemlich die schlechteste Runde abgeliefert seit langem. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.